Hallo und willkommen bei meinem ersten Let's Play und willkommen bei Let's Play FTL. So, ich würde auch sagen, wir starten sofort. Das Tutorial lasse ich weg, weil ich würde euch das lieber alles so erklären. Das, was ich bisher verstanden habe. Ich habe das Spiel bis jetzt nur ansatzweise gespielt. Deswegen fangen wir an. Das ist unser Raumschiff. Wie man sieht man hier den Grundriss. Zu dem werde ich gleich nochmal was sagen, auch zu den einzelnen Räumen und zu den Symbolen. Hier oben sieht man den Namen des Schiffs. Den kann man auch umbenennen. Dann sieht man hier Liste, die Schiffe. Man hat mehrere Schiffe. Ich habe jetzt bereits eins freigeschaltet. Das wäre dies hier. Aber dazu kommen wir auch nochmal später, weil ich würde jetzt erstmal mit dem normalen Raumschiff anfangen, mit dem man auch beginnt. Das wäre dieses hier. Hier sieht man auch meine zwei Layouts. Hier habe ich jetzt nur noch keins freigeschaltet, sondern nur das Typ A. Hier kann man die Räume verstecken. So sieht das dann von außen aus, beziehungsweise von oben. Und so sieht man wieder die Räume. Hier sieht man auch, dass man Achievements hat. Diese Achievements sind sogar wichtig, wenn man die freischaltet, weil man schaltet zum Beispiel neue Layouts frei. Oder andere Sachen. Da bin ich noch nicht ganz hinter was. Hier kann man auch gucken, was man machen muss, um es freizuschalten. Ja, und da werden wir uns auch nochmal auseinandersetzen. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Aber das kommt, denke ich mal, der Zeit. Hier unten hat man seine Crew. Da ist einmal der Alex, Mars and Butters. Butters finde ich cool. Das war kalt. Haben wir geguckt, haben die Crews auch Skills. Alle haben erstmal, bei allen sind die Balken leer. Umso mehr sie sich an einer Sache, also an irgendwas arbeiten, umso höher wird dieser Skill. Wenn ich einen zum Beispiel immer zum Schild schicke und immer da stehen lasse und er das repariert immer, wenn das kaputt geht, dann verbessert sich natürlich sein Skill in diesem Bereich. Das wäre dieses S mit diesem Halbmond oder mit diesem Halbkreis. Wenn er immer kämpft, dann verbessert sich der Kampf. Wenn er immer fliegt, das Raumschiff, dann verbessern sich die Skills. Immer so denkt. Das sind jetzt alles, glaube ich, Menschen. Steht ja auch Human. Hier sieht man die Waffen des Raumschiffs. Da sieht man auch, dass man zwei Waffenslots noch frei hat. Die kann man später kaufen, die Waffen. Oder auch finden. Oder beziehungsweise in Anführungszeichen looten. Hier sieht man unter dem Fall Drohnen. Sind jetzt nicht installiert. Es gibt Schiffe. Ich habe auch ein Schiff, was eine Drohne installiert hat. Drohnen können zum Beispiel das gegnerische Schiff angreifen. Oder es gibt auch Drohnenbots, die reparieren das eigene Schiff. Oder welche, die auf dem fremden Schiff kämpfen. Also im fremden Schiff. Dazu kommen wir auch alles später nochmal. Das würde ich nochmal so während des Spielens erklären, finde ich einfacher. Argumentations, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Das sind wohl so Boni, die man noch erwerben kann. Ich weiß, dass bei einem Schiff, habe ich gelesen, dass solange die Sanitätszentrale, also das mit dem Kreuz auf dem Schiff, nichts kaputt ist, dann werden die Leute überall auf dem Schiff geheilt. Sonst, wie jetzt bei meinem Schiff, der so diese Argumentation nicht, dieses Tool nicht hat, die müssen immer in diesen Raum, um geheilt zu werden. Wie die Charaktere Schaden nehmen, das erkläre ich auch alles. Ich finde, das ist besser im Spiel zu erklären, weil so habe ich es auch gelernt. Und dann kommen wir auch hier oben noch an. Beim Schwierigkeitsgrad. Normal habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber es ist schon recht happig. Easy ist schon, muss ich sagen, okay. Aber dann würde ich langsam mal sagen, wir starten langsam. Ich würde gerne aber erstmal das Schiff etwa eine kleine persönliche Note geben. Ich nenne es Sam. Ja. Hierzu komme ich auch nachher im Spiel noch, diese States. Und starten. So, wir sehen hier wird uns kurz erklärt, dass wir zur Föderation gehören und ich
Ich meine, ihr könnt es jetzt auch gerne lesen. Aber die Rebellen sind halt hinter uns her und wir sollten immer schön weiterfliegen. Das Spiel kann so... Ja, Continue drücken. Hier sehen wir jetzt auch unser Schiff. Im weiten Weltall. Was man vorhin nicht gesehen hat, ist diese Anzeige hier noch. Das ist... Ja, ich weiß nicht, Scrap. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel mein Schiff ausbauen. Ich würde es mal so wie Erfahrungspunkte oder wie Geld beschreiben. Ich könnte damit mein Schiff ausbauen, zum Beispiel meinen Reaktor erweitern, dass er mehr Energie fasst. Oder ich könnte in Läden mir eine neue Crew kaufen, mir neue Waffen kaufen, Upgrades kaufen. Ja. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Das hier ist die Hülle, Hüllenanzeige. Wenn die komplett weg ist, ist das Schiff kaputt. Logisch. Drunter ist das Schild. Entschuldigung, immer Englisch-Deutsch. Macht mir. Verwirrt mich manchmal. Dann weiß ich nicht, welches Wort ich jetzt sagen soll. Ist ja mein erstes Let's Play, also Verständnis. hier sieht man das Schild. Wenn ich jetzt zum Beispiel beschossen werde, würde ich erstmal Schild aufhalten, im Normalfall. Wenn dies weg ist, dann kann man die Hülle angreifen. Das Schild lädt sich aber auch wieder nach einer Zeit auf. Das werden wir aber auch gleich beim ersten Kampf schon sehen. Hier, das ist Fuel, also der Treibstoff. Ja, pro Sprung, werden wir auch gleich auf der großen Karte sagen, ja gleich. Aber wie gesagt, es kommt. Dann werdet ihr es auch verstehen. Von Sprung zu Sprung verlieren wir immer ein Fuel. Punkt. Dann haben wir hier die Raketen, die Missiles. Ist ja klar, die Waffe hier zum Beispiel verbraucht die Missiles. Sieht man das an dem Zeichen. Und das sind die Drohnen. Die haben, wie vorhin erklärt, aber die haben wir nicht. Moment, so brauchen wir sie nicht. Hier haben wir nochmal, wie gesagt, unsere Kollegen. Der Alex, the Bars and Butters. Hier sieht man... Die Sauerstoffanzeige natürlich, sollte sie bei null sein, ersticken meine Leute, was ich nicht möchte. Es könnte zum Beispiel passieren, wenn hier dieser Raum zerstört ist. Was mir jetzt auch auffällt, ich wollte vorhin erklären, für was die Symbole sind. Dann erkläre ich das jetzt. Hier sieht man, das ist die Steuerung des Schiffs, also die Brücke. Sollte das zerstört sein, kann ich natürlich nicht mit dem Schiff fliegen. Das ist die Türsteuerung, weil ich kann die ganzen Türen manuell öffnen und schließen. Sollte das kaputt sein, ist dies nicht mehr möglich. Das ist die Kamera. Das heißt, durch die Kamera sehe ich jeden Raum, auch wenn meine Leute nicht da drin sind. Sollte diese kaputt sein, sehe ich nur die Räume, in denen auch meine Crewmitglieder stehen. Das S steht fürs Shield. Sollte das weg sein, habe ich auch kein Shield mehr. Das ist das. Das ist die Medic-Station, also die Erste-Hilfe-Station. Sollte die kaputt sein, kann ich meine Leute nicht mehr heilen. Das ist der Waff. Das sind die Waffen. Sollte das zerstört sein, sind die Waffen kaputt. Das sind halt auch Ziele, auf die ich beim fremden Schiff zielen sollte. Wie gesagt, das ist die O2, mal habe ich schon erzählt. Das ist der Antrieb. Sollte der zerstört sein, ja. Dann wird es auch nichts mehr mit dem Fliegen. Gut, das war erstmal so die ersten Erklärungen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber nachher geht es richtig los hier in der zweiten Folge. Okay, bis dann. Danke fürs Zusehen.